Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Ja, bei mir hat sich gerade mein normaler Menschenverstand gemeldet. Nochmal, verschiedene? Ja, bei mir hat sich gerade mein normaler Menschenverstand gemeldet. Der hat gerade gesagt, mach das nicht. Hat es geklappt? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch eine ganz besondere Betrügerin mitgebracht. Und zwar eine ganz ehrgeizige, die bis in ihren Feierabend hineinarbeitet. Tja, leider stellt sie dann irgendwann fest, dass es wohl umsonst war. Begeistert ist sie davon sicherlich nicht, aber naja, sie hat halt auch leider einfach nur aufgelegt. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Schön. Ja, schönen guten Tag. Bin ich richtig mit der Omid? Ha, was? Bin ich richtig mit der Omid? Hm. Ich grüße. Mein Name ist Brune. Bin ich gerade auf das Anmeldung. Ist das die Lange ist irgendwie ganz schlecht. Kann ich Ihnen gleich nochmal anrufen? Ja. Okay, ganz kurz. Ist es besser jetzt? Hm. Also die Verbindung ist abgehakt oder wie? Weil ich höre Ihnen ganz gut. Ja, jetzt geht's. Okay. Also, ich bin Emma Bruni, melde mich gerade von Ihres Anmeldung bei Bitcoin-Aromet. Ist das richtig? Hm, kann sein, ja. Emma Bruni. Mhm. Hieß das nicht sonst immer Emma Braun oder Emma Brown oder was weiß ich? Naja, dann heißt es halt Emma Bruni. Also ist schon okay. Eine Weile her, vorhin, irgendwann habe ich mich mal registriert. Ich verstehe, also ich habe heute Ihre Daten bekommen. Hm. Sie haben heute den Anmeldung gemacht bei Bitcoin und ja. Ich rufe Ihnen, damit wir können weiter das Konto aktivieren können. Sind Sie bereit momentan? Hm, okay. Okay, dann Sie haben diese Anmeldung per Handy oder Computer gemacht, Romit? Am Computer. Sogar am Computer. Okay, möchten Sie das Konto aktivieren per Kreditkarte machen, Master oder Visa oder lieber per Online-Banking? Ja. Per Online-Banking? Nee. Das andere. Kreditkarte, Master oder Visa nutzen Sie? Da habe ich beides. Haben Sie beides? Okay, super. Dann können Sie bitte kurz bei Ihrer E-Mail-Adresse einloggen. Ich werde Ihnen einen Link schicken, damit Sie können dort drücken und wir können weiter ein Konto eröffnen erstmal. Und dann, wir können das Einzahlung machen, okay? Hm. Wie heißt denn die Seite? Ganz kurz, ich schicke Ihnen das per E-Mail, damit es ist sehr sicher so. Ja, aber per E-Mail dauert manchmal ein bisschen. Nein, ich habe das schon für Sie geschickt. Hm, ich gucke mal. Wenn das nicht klappt, ich kann das für Sie buchstabieren. Ja. Also, mein Name ist Emma Bruni. Nicht Braun? Bruni. Emma Bruni. Also B-R-U-N-E. Ganz genau. Okay. I, also am Ende I. Bruni. Genau. Okay, das Emma ist Emma Bruni. Hm. Ja, weil ich kenne Emma Braun. Nein, Bruni bin ich. Okay. Kiso, die Mail ist schon geschickt. Ja, mein Postfach braucht gerade ein bisschen. Okay, aktualisieren bitte Ihren Posteingang. Schauen Sie auch bei Spam, weil passiert das. Manchmal kommt auch bei Spam. Hm. Sind Sie gerade bei einem Computer? Ja. Ah, super. Bei Ihnen ist die Musik so laut. Können Sie das irgendwie leiser machen? Natürlich. Nur einen Moment bitte. Mhm. Okay, ist es besser jetzt? Nee. Okay. So, haben Sie meine E-Mail bekommen? Bin jetzt gerade beim Einloggen bei E-Mail. Ah, Sie sind gerade beim Einloggen, okay. Ja. Ich habe Ihnen nicht gefragt. Es ist Ihre E-Mail-Adresse timo.omid@medtcfan,
Pundei? Ja, genau. Okay, bin ich richtig dann. So, wann haben Sie denn geschickt? Ich habe geschickt vor 2 Minuten. Noch nicht da. Um 6.31 Uhr. Na, um 6.31 Uhr ist ja vor 12 Stunden gewesen. Um 6 Uhr. Ich habe vor 2 Minuten das geschickt. Ja, aber um 6 Uhr ja nicht vor 3 Minuten. Das war ja dann... Haben Sie das nicht bekommen? Nee. Okay, machen wir so dann. Ich kann für Sie den Namen buchstabieren. Machen wir besser so? Okay. Okay, dann bitte öffnen Sie eine Google-Seite. Ja. Und schreiben Sie eine W wie Wolfgang. Bei Google, ja? Bei Google, ganz genau. Ja. Also W wie Wolfgang, dann E wie Emmy. Ja. B wie Bertha. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emmy. Ja. R wie Richard. Ja. S. Hm. C. Ja. A, H, also H wie Heinrich. Ja. O wie Otto. Oh ja. O wie Otto nochmal. Nochmal, ja. L wie Ludwig. Ja. .com. Ja. Webtraderschool.com, richtig? Jetzt habe ich die Google-Ergebnisse, ja. Okay, dann bitte drücken Sie Enter. Hab und ich? Sagen Sie mir, was Sie schauen. Na, jetzt Sie müssen ich... bei unserer Plattform sein. Na, jetzt habe ich hier die Google-Ergebnisse, so wie ich machen sollte. Ich sollte ja bei Google das eingeben. Bei der Google, Sie müssen den Namen, also webtraderschool.com schreiben, dann drücken Sie Enter und werden Sie sofort in unserer Seite sein. Na, habe ich auf Google, denn wenn man das bei Google eingibt, dann bin ich ja nicht gleich auf Ihrer Seite. Okay, dann wenn Sie Optionen schauen, drücken Sie bei dem ersten. Ja, jetzt bin ich auf so einer grünen Seite. Ganz genau, mit einer Frau ganz in der Mitte? Ja. Lesen Sie Get Started with Web Trader School? Ja. Okay, das ist unsere Seite. Wenn Sie bei Sign Up drücken, ist es ist neu? Neben mit Login. Oben. Ist die neu, die Seite? Bitte? Ist die Seite neu? Also wir sind seit Jahren auf dem Markt. Diese Seite, wir haben verschiedene, weil wir ein internationales Online-Trading-Plattform sind, wir arbeiten mit verschiedenen Plattformen. Mhm. Das ist unsere Seite momentan. Wenn Sie bei Sign Up drücken, werden Sie ein Formular schauen, richtig? Ja. Habe ich. Okay, dann bitte bei diesem Formular, Sie müssen das alles richtig ausfüllen. Bei Username geben Sie Ihren Namen. Ja. Das erste, also schreiben Sie Ihren Namen, dann Full Name, Ihren Nachname, Name und Nachname. Soll ich jetzt machen, ja? Ja. Drücken Sie, also es ist alles Ihre persönliche Daten. Normalerweise steht es da immer schon alles drin. Bitte? Ich sage, normalerweise steht es da immer schon alles drin. Ja, ja, Sie müssen erstmal das Konto eröffnen. Ja. Hier werden Sie Ihre Geld schauen, Ihre Profite, wo Sie die Einzahlung können machen, wo Sie die Auszahlung können machen. Ja, kann man da viel verdienen? Bitte, nochmal, weil ich höre ein bisschen kaum. Kann man da viel verdienen? Also das hängt. Es hängt, wie viel werden Sie investieren. Sowieso nach der Investition werden Sie einen Termin mit unserem Experten haben. Er würde Ihnen jederzeit frische Informationen geben, wo der Börse am besten läuft, damit Sie können natürlich auch mehr verdienen. Sie wissen das schon, weil Sie haben die Werbung gelesen. Das Interesse natürlich ist es beiderseitig. Durch Ihre Profite profitieren wir auch. So ist das. Okay. Wo sind Sie momentan? Haben Sie das
ausgefüllt? Jetzt bin ich bei Telefonnummer. Ah, okay. Jetzt muss ich ein Passwort angeben. Passwort, geben Sie ein einfaches Passwort, zum Beispiel eine große Buchstabe, dann nur Zeilen. Und bei Konfirmpasswort geben Sie nochmal die Bestätigung. Also. Und Sie müssen auch drücken, I agree with the term of use, diese kleine Quadratchen. Ja. Es ist wichtig, also Sie müssen das auch drücken. Hier sind sogar und Sonderzeichen. Sie, jetzt bin ich da, jetzt muss ich mich einloggen, ja? Bei Sign-up einloggen, ja, ganz genau. Wenn Sie alles richtig ausgefüllt haben, geben Sie Sign-up, das ist das mit grüner Farbe. Und Sie müssen schauen, dass Sie sind erfolgreicher ein Konto eröffnet. Ja, hab irgendwas falsch gemacht. Ich komme da nicht rein mit den Daten, womit ich mich angemeldet habe. Okay, können Sie eine 1 vor Ihrer E-Mail-Adresse schreiben, also? Vor Ihrer E-Mail-Adresse schreiben Sie nur eine 1. Habe ich. Ah, okay, dann geben Sie nochmal Sign-up. Ja. Sind Sie schon drin? Ach, nee. Also bei Login will ich rein, aber das geht nicht. Es geht nicht? Nee. Was schauen Sie? Na, Login-Seite, da komme ich nicht rein. Sagt etwas oder nichts? Na, sagt, Username is not found. Sind Sie schon bei, habe ich das alles richtig, dieses Formular? Habe ich mich gerade angemeldet, ja. Okay, kann ich vielleicht das für Sie machen? Warten Sie kurz bitte und ich werde Ihnen den Namen schicken. Ja. Warten kurz, ich meine das für Sie. Ja. Okay, Username. Okay, E-Mail-Adresse. Ich mache alles Copy-Paste. Ihre Geburtstag, ich kann ein Datum geben. Sie können das jederzeit ändern, es ist kein Problem. Ja, Geburtsdatum ist ja nicht so wichtig. Okay, dann Telefonnummer. Bei mir hat das schon geklappt. Okay. Ja, ich kann Ihnen bei Login geben Sie bitte Ihren Namen, Timo Omid. Ja. Dann bei Passwort. Ich habe Ihnen eine Passwort, eine große A. Ja. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Drücken Sie Login dann? Geht nicht. Was haben Sie denn bei E-Mail-Adresse? Bitte nochmal, nicht Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Name, also schreiben Sie Timo Omid. Mit Leerzeichen? Bei Login, nochmal bitte, bei Login. Sind Sie bei Login, wo Sie müssen Ihre Credentials geben? Ja. Okay. Ganz kurz. Ich mache erst das für Sie, ob das geklappt hat. Bitte. Eine große 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Okay. Okay, hat das geklappt. Super. Dann bitte, wenn Sie bei Login sind, drücken Sie O mit Timo. Also O mit große O. Ja. Dann Timo mit große T. Und mit Leerzeichen oder zusammengeschrieben? Bitte? Mit Leerzeichen oder zusammen? Nicht Leerzeichen, mit Leerzeichen. Ja. Und bei Passwort geben Sie eine große A, dann 1, 2, 3, 4, 6. Jetzt Sie müssen einloggen. Nee, jetzt sagt er nur, dass das Passwort falsch ist, aber zumindest nicht mehr der Username. Jetzt hängt es nur noch am Passwort. Sind Sie noch nicht bei drin, bei Ihrem Account? Nö.
Inkorrekt Passwort. Das ist komisch, weil hier bei meinem Computer, das hat es geklappt. Also ich habe ihren Namen bei Username. Sie müssen ihren Namen schreiben, also Omid Timo. Dann das Passwort, die ich Ihnen gesagt habe. Sagen Sie nochmal. Eine große A. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Nee. Inkorrekt Passwort. Inkorrekt Passwort. Bei Username haben Sie O mit O, mit großer O, dann Leerzeichen, T mit großer T. Ja, ja. Vorher stand ja Username und Passwort falsch. Jetzt steht ja nur da Passwort falsch. Also das sind wir ja schon einen Schritt weiter. Klappt bei mir. Ja Mensch, ich weiß nicht, wie inkompetent man sein kann, aber die schafft es ja irgendwie nicht mal so richtig, mich da einzuloggen. Naja, aber so langsam kommen wir ja dem Fehler auf die Spur, wo es nicht weitergeht. Oh, mit Timo. Passwort eine große A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich weiß nicht, was ist dann passiert. Nur einen Moment bitte. Vielleicht braucht es einen Moment, bis das Passwort hier ist. Können wir zusammen, nutzen Sie AnyDesk, können Sie wir zusammen in einer Verbindung sitzen? Mm-mm. Tja, und da sind wir wieder bei dem Thema AnyDesk. Leute, lasst die Finger von AnyDesk, wenn euch irgendein Betrüger wieder zu AnyDesk bringen möchte. Die haben dann Zugriff auf euren kompletten Rechner. Also dementsprechend AnyDesk nur für Menschen, denen ihr vertraut. Okay. Wie lange arbeiten Sie da schon? Bitte nochmal? Wie lange arbeiten Sie da schon? Wir arbeiten bis 19 Uhr, aber es ist kein Problem, ich kann... Nee, ich meine, wie viele Jahre Sie da selber arbeiten in der Firma? Bitte nochmal? Wie viele Jahre Sie selbst da arbeiten? Ich arbeite seit Jahren auf diesem Firma, Herr Homit. Okay. Mehr als 5 Jahre. Oje. Nein, kurz, ich muss ganz kurz mit dem Support Das war ein kleines A, kein großes. Aber sind Sie schon drin? Ja, aber mit einem kleinen A. Mit einem großen A ging das nicht. Okay. Das Wichtigste ist, dass Sie sich schon drehen. Okay, Richtig, jetzt bin ich eingeloggt in dem Kasten. Tja, schon blöd, wenn man das falsche Passwort weitergibt. Tja. Zumindest bin ich selbst drauf gekommen, wie wir es noch probieren können. Und ich hab's hereingeschafft. Ist aber nicht Ihr Verdienst. You have access to these courses according to your plan? Schauen Sie es? Ja. Okay. Dann bitte ganz oben bei Nebenkurses steht die Option Pricing. Ja. Und dann werden Sie alle unsere Kontenarten schauen. Bronze, Silber, Gold, Kostüm. Mit welchem Konto möchten Sie anfangen? Hier gibt es auch Free. Free, das ist ein Demo-Konto, es ist ein Spielkind, also. Okay. Es gibt keine Konto, also Sie werden mit diesem Free-Konto nicht profitieren. Okay. Und auch bei Ihrer Werbung, wo Sie alle Informationen gelesen haben, steht nur die Bronze, Silber, Gold und Kostümkonto. Okay. Bronze-Konto 200, Silber 500, Gold 1050 und Kostüm 3000. Mit welchem Konto möchten Sie? Natürlich, es ist Ihre Entscheidung. Ja, aber ich überlege noch, aber auf jeden Fall das mit den 200 ist neu. 200 natürlich. Mit nee, 200 ich sage, genau das ist neu. Sonst wollen ja immer alle 250 haben. Es ist passiert, natürlich. Es gibt auch Unternehmen, das fangen mit 250 Euro an. Gibt auch das fangen mit 200 Euro an. Ja, das weil vorhin hat einer gesagt, das gibt's gar nicht mit unter 250. Ja genau, so einen hatte ich tatsächlich schon am Telefon, der mir weismachen wollte, dass es keine Trading-Plattformen gibt, wo man weniger als 250 Euro einzahlen kann. Jetzt ruft sie hier an und sagt mir, man kann auch 200 Euro einzahlen. Tja,
Aber entgegensetzt von Ihrem Versprechen hier, dass man damit dann Profite machen wird, ist ja Blödsinn. Man wird einfach nichts damit verdienen. Das Problem ist, dass man euch ja eine Show vorspielen wird, dass ihr angeblich etwas verdienen werdet oder verdient. Ja, was passiert halt nicht. Denn sie meint ja, hier das Demokonto ist ja, brauchen wir nicht, ja. Das Demokonto ist das, was ihr bekommen werdet mit Spielgeld. Das heißt, wenn ihr da Geld einzahlt, dann habt ihr nichts anderes als ein Demokonto und euer Geld wurde einfach an der Seite vorbei an den Nächsten weitergegeben. Ihr werdet damit nicht handeln können mit diesem Geld. Von daher lasst die Finger auf jeden Fall von solchen anrufen und legt einfach auf, wenn euch solche Leute hier anrufen. Nein, 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 für das ich garantiere es Ihnen, gibt's auch mit 250, auch mit 200 Euro. Wir arbeiten auch mit das gleiche Summe. Ja, nee, weil der Mann vorhin, der hat gesagt, dass man immer 250 muss. Ja, ja, ich weiß, weil verschiedene Plattformen muss mehr als 250 Euro sein. Ja. Aber passiert, es ist auch mit 200 Euro. Okay. Es ist das gleiche. Ja, dann bis 200 Euro, bis 250 Euro. Ja. Bei uns momentan steht mit 200 Euro. Ja, ihr seid ja dann da billiger, dann mache ich bei euch das. Es ist billiger, oh, okay, ja. Super. Dann drücken Sie bitte bei dem Bronze-Account, scrollen Sie unten und steht die Option Buy Now. Schauen Sie? Okay, Sie müssen diese Daten füllen nochmal, bei Ihrer First Name, also Ihr Name, Nachname, Company, Sie müssen das nicht drücken, es ist nicht, es ist optional, also, bei Country, es ist Germany, Town, der Stadt, wo Sie wohnen, ja, Postcode, das ist Ihre Postleitzahl, füllen Sie bitte das richtig aus. Und dann, wenn Sie bei Payment Method sind, sagen Sie mir Bescheid. Geht nicht weiter. Ah, doch jetzt. Also bei Payment Method, sind Sie? Ja. Okay, drücken Sie bei CC Provider 1. Ja. Dann bei Checking this Box, I set the Terms Condition, drücken Sie auch bei diesem kleinen Quadratchen. Und List Order. Jetzt bin ich ja auf einer anderen Webseite. Sie sind auf einer anderen Seite? Ja. Okay. Cardholders Name. Sie müssen Ihre Kartendaten hier schreiben. Ihre Name erstmal und Kreditkartennummer. Ja. Tja, ihr könnt ja leider nicht sehen, auf welcher Seite ich mich gerade befinde. Das Problem ist wie immer, ich befinde mich jetzt auf einem Krypto-Wallet und soll mein Geld quasi in die Versenkung schmeißen. Das heißt, bei einem Krypto-Wallet kann man das Geld nicht nachprüfen, wo es hingegangen ist und das Geld ist dann weg. Tja, und das ist die mehr oder weniger neue Masche von diesen Betrügern. Das haben wir jetzt die letzte Zeit immer wieder gehabt. Man zahlt nicht mehr ganz normal Geld per Kreditkarte ein, sondern man versenkt sein Geld in irgendeinem Krypto-Wallet, was man eben nicht mehr nachprüfen kann. Und warum geht das auf eine andere externe Webseite? Das ist Ihre Kartendaten. Ja, aber warum ist denn dazu eine andere fremde Webseite? Das verstehe ich nicht. Es ist eine andere Webseite? Das ist ja nicht mehr bei euch. Nein, nein, bei WebTrader ist es das. PayExpert, das ist die Möglichkeit, wo Sie die Einzahlung machen. Ja. Wir sind eine Online-Trading-Plattform und PayPal, wir sind Partnerschaft, also es ist das Gleiche. Ja, aber ich verstehe nicht, warum ich das auf einer anderen fremden Webseite einzahlen soll. Es ist nicht das eine andere Website, es ist unsere Website. Aber unsere Website, WebTrader, es ist für Online-Handel. PayExpert, es ist für die Einzahlung Methode. Ja, aber das ist ja nicht mehr eure Webseite dann. Wo schauen Sie das? Na, PayExpert. Ja, das ist ja unsere Partnerschaft. Ja, was denn nun? Ich dachte, es ist eure Webseite, dann ist es doch Partnerschaft. Tja, so fangen sie an, rumzueiern. Und eigentlich merkt man jetzt hieran schon ganz genau, ja, was das eigentlich für eine Firma ist. Allerspätestens hier sollten bei euch die Alarmglocken schrillen, denn
hier passiert nichts anderes außer Betrug. Die verarschen euch. Ihr zahlt da Geld ein und das Geld ist weg. Vor allem, ich befinde mich auf einer Webseite, wo es keinerlei Informationen gibt. Gar keine Informationen. Wer die sind, woher die kommen, was sie machen und was sie mit dem Geld wollen. Das steht da alles nicht. Und, naja, da sollt ihr euer Geld einzahlen. Aha. Das ja, aber das ist ja dann oben eine neue Adresse dann. Neue Adresse? Ja. Sie müssen Ihre Karte-Details drücken. Hm. Hier, alles ausfüllen. So hat jeder Kunde gemacht. Ja, meine ganzen Einwände ignoriert sie hier auch einfach. Es interessiert die halt einfach überhaupt gar nicht, was ich da sage. Entweder versteht sie es halt auch nicht, oder sie interessiert sich einfach auch nicht dafür. Weil sie meint ja, jeder Kunde zahlt da sein Geld ein. Tja, das ist traurig, dass es viele Leute gibt, die da wirklich ihr Geld reinzahlen. So meint jeder auch, wenn sie bei einer anderen Plattform sind, werden sie das gleiche machen. Und auf welches Krypto-Wallet geht es dann? Mit dem Krypto, für das Thema, Sie werden mit dem Experten sprechen. Ich bin hier nur, damit Sie können das Konto aktivieren. Und dann, mit was möchten Sie, mit welchen Instrumenten möchten Sie handeln? Sie werden mit dem Experten sprechen. Okay, natürlich, er würde Ihnen frische Informationen geben, wo der Börse am besten läuft, bei Forex, bei Kryptowährungen, bei Aktien, bei Bitcoin, Amazon. Sie werden das mit dem Experten entscheiden. Aber das ist nur eine Kontoaktivierung. Dann, wenn Sie das gemacht haben, Sie werden morgen, weil momentan wir haben nicht mehr Zeit, wir sind im Büro bis 19 Uhr. Morgen um 10 Uhr, wenn Sie bereit sind, werden Sie einen Termin mit unserem Experten haben. Er würde Ihnen alles erklären, wer er ist, also eine Vorstellung, was wir weitermachen können. Ja. Okay. So, haben Sie diese Formular schon ausgefüllt? Ja. Haben Sie Pay Now gedrückt? Ja. Es ist schon successful, oder? Nö. Nee, was schauen Sie? Da steht Cancel it. Bitte nochmal? Da steht Cancel it. Cancel it? Ja. Cancel it. Cancel it. Warum? Weiß ich nicht. Normalerweise also muss das nicht passieren. Cancel it. Okay, kann decline sein, aber nicht cancel. Steht aber da. Mit welcher Karte haben Sie gemacht? Master oder Visa? Habe ich mir ausgedacht. Bitte? Habe ich mir ausgedacht. Was meinen Sie bitte? Sie haben mir gesagt, dass Sie nutzen beides, oder? Ja. Ja, mit welcher haben Sie das gemacht? Mit Master oder Visa? Mit der ersten. Master? Mhm. Okay, und was schauen Sie? Cancel it. Wenn Sie eine Einzahlung machen, Sie müssen auch eine Bestätigung geben. Haben Sie eine Nachricht bekommen von Ihrer Bank? Nein. Oh je. Den Intelligenztest hat sie ja natürlich wieder komplett bestanden. Weiter als ein Schweinscheiß, denkt sie nicht. Ich habe ihr ja nur hier eindeutig gesagt, ich habe mir die Nummer ausgedacht. Tja, aber es hat sie nicht verstanden. Vermutlich, weil sie eigentlich mehr oder weniger nur ihr Skript abliest und gar kein Deutsch kann. Denn auf wirklich Fragen geht sie hier auch nicht ein in dem gesamten Ding. Ja, und so verdienen die ihr Geld, ne? Also, traurig. Nein. Können Sie bitte bei Ihrer App gehen? Bei Ihrer Bank? Ja, kann ich machen. Ich gucke mal nach. Okay, weil Sie müssen eine Bestätigung geben, damit kann weiter bestätigen. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Ja. Bei mir hat sich gerade mein normaler Menschenverstand gemeldet. Nochmal verschiedene. Ja, bei mir hat sich gerade mein normaler Menschenverstand gemeldet. Der hat gerade gesagt, mach das nicht. Hat es geklappt? Ja. Okay, ganz kurz bitte, ich muss weiter. Oh je, das Niveau ist heute mal wieder besonders weit oben angesetzt. Bei dem Support.
Frage. Nur eine Minute, bitte. Ja, na klar. Die Zeit kann ich mir noch nehmen. Ist ja gleich 19 Uhr. Ja, brauchen wir noch 4 Minuten. Nach meiner Uhr haben wir noch 5. Tja, nach meiner Uhr haben wir noch 5 Minuten, richtig. Aber wir brauchen länger. Das ist eine Feierabenduhr. Es ist Feierabenduhr, ja, endlich. Ja. Wir arbeiten von 10 Uhr bis 19 Uhr, es ist ein bisschen lang. Ohne Pause? Natürlich, wir machen Pause. Um 2 Uhr bis 3 Uhr machen wir eine Pause. Ah, okay, deswegen kommen da so wenig Anrufe. Ja, 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 wir machen eine Pause, weil wir müssen natürlich etwas essen. Ja. Und was arbeiten Sie für eine Schulfragenberg? Ich mache YouTube. Wirklich? Ja. Super, wie ist Ihr Name dann? Was? Wie ist Ihr Name bei YouTube? Das verrate ich nicht. Ah, okay. Machen Sie Vlogs oder? Was? Machen Sie Vlogs? Nee, sowas ähnliches. Ich verstehe, super. Hm. Ich selber schaue zu viele YouTube. Ja. Nein. Also, ich habe mit dem Support gesprochen und er sagt, dass es nicht, hat es nicht geklappt. Oh je. Romit. Und nun? Ja, ja. Ja, und nun? Also, ich habe mit dem Support gesprochen. Ja. Und er sagt, dass hat es nicht geklappt. Hm. Ist ja ärgerlich. Okay, haben Sie bei PayNow gedrückt? Und dann, was haben Sie das geschaut? Und jetzt kommt Ihr Your Order. Sie, normalerweise, wenn Sie eine Investition tätigen, Sie müssen auch einen Code zurücknehmen bei der Bank, damit das bestätigen, dass haben Sie das Investition gemacht. Ja. Haben Sie einen Code bekommen? Ja. Okay, dann bei dem Code bitte. Sie müssen es bestätigen, dass Sie. Okay. Sind Sie bei, kommen Sie aus Armenien? Ja. Ach so. Also, mit dem Armenien, ich weiß nicht, aber der Support hat gesagt, das klappt nicht. Warum? Können wir vielleicht mit Online-Banking, nutzen Sie Online-Banking? Mm-mm. Nutzen Sie nicht? Nee. Einen Moment. Ja. Haben Sie keine deutsche Karte? Uh-uh. Nein. Okay, die deutsche Bankkarte haben Sie gar nicht, ne? Nee, das hat alles mein Betreuer. Ich verstehe. Okay, dann. Ich werde Ihnen einen anderen Link schicken. Ja. Ich glaube, sie versteht hier scheinbar nicht, denn wenn ich einen Betreuer hätte, dann wäre das Ganze so, dass man hier keine Bankgeschäfte alleine machen kann und der Betreuer dabei sein muss. Tja. Sie scheint wohl doch nicht so ganz verstanden zu haben. Bei xarbor.com, ja. In diesem Link, es ist die Möglichkeit, damit Sie können eine Einzahlung machen, es ist höher. Dann bitte, es ist schneller auch. Können Sie bitte eine X schreiben? Ein X? Wo soll ich das hinschreiben? Bei Google. Bei Google, ja. Eine X? Ja, habe ich. A wie Anton. Hm. R wie Richard. Ja. B wie Bertha. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Richard. .com. Ja, habe ich. Schauen Sie, start your cryptocurrency journey today. Nee, jetzt habe ich hier die Google-Suchergebnisse. Bitte nochmal? Jetzt habe ich hier die Google-Suchergebnisse. Okay, dann bei der ersten Option drücken Sie dort und werden Sie mit der lila Farbe das schauen oder start your currency journey today, eine Welt hier mit Bitcoin. Schauen Sie es? Ja. Okay,
Dann, wir werden zusammen hier ein Konto eröffnen erstmal. Noch ein Konto? Ja, ja, Sie müssen nochmal ein Konto hier eröffnen und Sie werden mit dem X-Arbor-Konto arbeiten. Beim Sign-Up, es ist mit dem gelben Farbe. Ja, soll ich das jetzt noch machen? Nochmal, ja. Weil es ist ja schon Feierabend. Für mich ja, aber natürlich, wir müssen damit, Sie können selber auch morgen Arbeit anfangen. Okay. Okay, nochmal Entschuldigung, bei dem Get Started, das ist das mit lila Farbe. Sie müssen erstmal Registrierung machen. Und dass bei der Tante auch tatsächlich gleich Feierabend ist, das hört ihr auch gleich im Hintergrund, denn den Hintergrund, den gibt's gleich nicht mehr. Sie sitzt mit mir noch eine halbe Ewigkeit. Und auch nicht sie alleine, sondern sie gibt mich weiter an irgendeine Chefin, die dann wohl scheinbar ihre Zeit mit mir verplempert, beziehungsweise ihre Freizeit sogar. Ich glaube allerdings, die Tante, mit der ich jetzt spreche, bleibt aber trotzdem die ganze Zeit dabei sitzen, weil schließlich geht es ja auch um ihren Verkauf hier. Schauen Sie ein Formular? Moment. Jetzt bin ich ja auf so einer Login-Seite. Sie müssen nochmal Get Started drücken. Es ist neben mit Sign In. Ach so. Mit dem lila Farbe. Geht nicht mehr zurück. Gehen Sie zurück, bei dem steht hier der Option zurück. Okay. Mit der Maus. Warte, da muss ich mal gucken. Es ist oben. Mit lila Farbe. Ja, jetzt habe ich wieder die Startseite, okay. Ja. Hm. Dann sign up to open your account. Schauen Sie das, richtig? Nee. Nee? Was schauen Sie? Da steht Get Started. Genau, first name, last name, country. Das soll ich da jetzt alles wieder eintragen? Genau, Sie müssen das nochmal ausfüllen, diese Formular hier. Ja, mache ich. Dann Sie müssen nochmal diese Quadratchen drücken. I agree with customer agreement and I'm over 18 years old. Ja, habe ich gemacht. Okay, dann bei continue. Ja. Jetzt bin ich weiter. Jetzt muss ich so einen Code eingeben. Eine, ganz kurz bitte. Ja. So war ein langer Tag heute. Ich mach den Bums jetzt hier echt 12 Stunden. Man kann sich nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, 12 Stunden am Stück mit diesen Callcentern zu telefonieren. Das ist absoluter Wahnsinn. Aber man schafft es tatsächlich auch, dass der eine auflegt und der nächste anruft. Das glaubt an keine Sau. Ich bin nur ein bisschen geduscht. Ja, okay. Danke Ihnen. Die hört mich übrigens nicht. Ich kann mein Mikrofon aufstummen, aber mein Telefon nimmt mich trotzdem auf. Alter Falter. Naja. Was macht man nicht alles für die Klicks auf YouTube, ne? So. Mal gucken, wann da ein Code kommt. Okay. Sie sind schon bei Ihrem Konto, richtig? Nö, ich soll jetzt hier so einen Code eingeben. Einen Code eingeben? Hm. Das kommt bei Ihrer E-Mail. Ja, ach so. Bitte öffnen Sie, ja, öffnen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Habe ich auf, ja. Okay. Dann geben Sie diesen Code und Sie werden drin bei dem Plattform sein. Ist noch nicht da. Noch nicht da. Mm-mm. Bei Ihrer E-Mail. Mm. Es ist eine E-Mail gekommen mit dem Nummer, so mit dem Code. Ja. Damit Sie können diese Code dort schreiben, wo es sagt, wo es gefunden ist. Der sagt da im Hintergrund alles vor.
Hintergrund alles Form. Hm. Hintergrund alles Form. Da sagt einer was vor. Eine Frau, die sagt das, was du sagst. Ja, da muss er erstmal schnell nochmal das Mikrofon ausmachen und wieder nachfragen, was ich denn da gesagt habe. Tja, so sieht's nämlich aus. Denn die ganze Zeit im Hintergrund hört schon wieder jemand zu. Und ihr kennt's ja aus den anderen Videos, das habe ich euch schon mal gesagt. Das ist nicht legal. Man darf euch nicht bei den Gesprächen einfach irgendwie belauschen. Da darf nicht jemand dabei sitzen und die ganze Zeit irgendwas zuhören. Das heißt, die Anruferin hätte gleich von Anfang an sagen müssen, ja, Herr sowieso, das Gespräch wird hier noch von jemandem abgehört, weil wir sind hier oder ich bin hier neu oder keine Ahnung. Das muss man euch sagen. Da darf nicht einfach irgendjemand dran sein und die ganze Zeit das Gespräch belauschen. Denn genau genommen geht's hier um Finanzgeschäfte. Auch wenn das mehr oder weniger keine sind, sondern ein Betrugsversuch. Aber naja, ich meine, was soll denn das? Na, und sie reagierte hier auch ziemlich überrascht, dass ich das wohl gehört habe. Tja, es war nur sehr, sehr leise zu hören, aber es war zu hören, dass genau jedes einzelne Wort, was sie sagt, exakt so im Voraus schon mal gehört wurde. Also ganz, ganz leise war das in der Aufnahme. Ihr könnt ja gerne nochmal zurückspulen und euch das nochmal anhören. Man hört, wie jemand exakt die gleichen Worte vorsagt. Und sie wiederholt das Ganze einfach nur. Tja. Jetzt musst du übersetzen. Oder? Müssen Sie das übersetzen? Nee, da ist eine Frau im Hintergrund. Die sagt das, was du sagst. Aber zuerst. Und dann sagst du das nach. Was genau schauen Sie also? Hallo, wer ist denn da jetzt? Ja, ich bin eigentlich die Kollegin von Emma Bune. Ja, Sie waren die, die alles vorgesagt hat. Ja, so, ich werde Ihnen weiterhelfen. Ich glaube, Sie haben ein technisches Problem erfahren. Weiß ich nicht. Wenn man jetzt aber nochmal genau hinhört, im Hintergrund hören wir niemanden mehr. Das heißt, die beiden sitzen da jetzt tatsächlich alleine. Naja. Eigentlich ist schon Feierabend, aber ich glaube, den Feierabend versauen wir ihr. Okay, ich werde Ihnen sowieso damit noch helfen. Was genau schauen Sie denn? Ich bin jetzt in meinem E-Mail-Postfach. Okay, haben Sie dort ein Mail bekommen von Sabo? Mhm. Schauen Sie beim Spam-Nachrichten? Ja, gucke ich auch nochmal rein. Okay. Nee, da ist aber auch nichts drin. Wie bitte? Da ist noch nichts drin. Moment. Vielleicht, wenn Sie also Ihre Mailadresse dort eingegeben haben, normalerweise musste der Mail mit dem Code dort bei Ihnen kommen. Bei Ihrer Mailadresse. Ja. Schauen Sie es nochmal bitte kurz bei der Seite, beim Server, was dort steht. Na, hier auf der Webseite steht, ich soll auf den Code warten und per E-Mail ist noch nichts gekommen. Vielleicht den Code R9? Soll ich nochmal drücken, also hier auf Resend? Ja, klick mal einfach dort. Okay, habe ich gemacht. Jetzt läuft hier so eine Uhr. Da ist was runtergefallen. Ja, genau. Ist auf einmal so leise bei euch. Ja, genau. Alle im Feierabend? Ja, weil wir arbeiten bis 19 Uhr. Ach so. Tja, nun haben wir schon nach 19 Uhr. Aber ist noch nichts da. Ist noch nichts da. Moment, bitte. Ja. Die schaffen es aber auch nicht. Weite Fresse, bin ich müde, Leute. Naja. Aber... Tja, die denken, die können hier noch was abholen und arbeiten bis in Feierabend. Herr Rommel? Ja?
Also, wenn Sie mal noch wieder bei der Werbeseite gehen, können Sie mal noch zurückgehen. Aber wenn ich jetzt zurückgehe und die E-Mail kommt dann doch, dann ist ja blöd. Ist ja blöd, genau. Ist ja blöd, dass auch der Mail noch nicht angekommen ist, deswegen. Das bedeutet, wir müssen noch den Registrierungsformular zusammen überprüfen. Okay. Und wenn ich jetzt aber auf Go Back drücke, dann ist nicht alles weg. Das ist noch alles da, oder? Weiß ich ja nicht. Müssen wir ja schauen. Na, nicht, dass ich das nochmal machen muss und wir dann wieder warten. Ja, brauchen wir eigentlich. So, nee, bei Go Back ist alles raus jetzt. Okay, das bedeutet, wir werden die Daten dann alles richtig ausfüllen. Okay. Dann mache ich jetzt nochmal. So, und Timo. Omit. So, Country. Ach ja, da war das mit dem Germany. Ja, genau. So, E-Mail-Adresse. Timo.omit. Dann ein @-Zeichen. mdccfun.de. So, Passwort, ein großes A, ein kleines A und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann noch einmal. So. Und dann hier die zwei Häkchen noch machen. Genau. So, und jetzt gehe ich wieder auf Continue. Genau. Ja. Jetzt steht es wieder mit dem Code. Okay. Ganz schnell parallel gehen Sie mal auf Ihre E-Mail-Adresse. Jetzt habe ich einen Code bekommen. Jetzt. Genau, diesen Code werden Sie hier eingeben. Ja. Brauche noch einen kleinen Moment, mein Postfach lädt noch. Okay. So, jetzt. So, da habe ich den Code. 55933. So. Ja, habe ich mir gedacht, das ist der alte Code. Das war der von vorher. Dann hätten wir doch warten sollen. Also, der Code ist ja ungültig. Ja, das war bestimmt von dem von der letzten Anmeldung, aber nun bin ich ja zweimal. Warten wir dann auf diesen neuen Code. Ja, weil das dauert, weil hier kommen immer so viele Nachrichten, das dauert manchmal 10 Minuten, bis das kommt. Ich verstehe. Warten wir mal, vielleicht kommt etwas schneller. Tja, blöd, wenn wir den alten Code hier eingegeben haben. Können wir natürlich nochmal warten. Und ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon 15 Minuten Feierabend, ne? Tja. So ist das halt als Betrüger. Ist schon ein hartes Leben. Tja. Falls mich mal einer fragt, ob ich schon mal einen Betrüger gesehen habe, der Überstunden macht, jetzt ist der Fall, wo ich ja sagen kann. Oh mein, ich bin schon echt matschig in der Birne heute. Ich denke mal, ihr hört das schon an meiner Stimme. Ich kann echt nicht mehr heute. Aber wir haben 12 Stunden heute permanent am Stück Gutes getan. Aktualisieren Sie mal kurz bitte Ihr Posteingang? Ja, ich aktualisiere nochmal. Okay. Nee, ist noch nicht da. Tja. Schon blöd, wenn man dann auf seinen Feierabend verzichten muss. Ups, jetzt habe ich die Seite aktualisiert. Ups, ich habe jetzt die Seite aktualisiert. Aus Versehen. Jetzt muss ich nochmal alles angeben.
bisschen nervig. Ich gebe noch mal ein, ja? Probier es mal. Das war wirklich nur aus Versehen. So. Noch ein G. Jetzt sind wir bei Germany. So, jetzt. Haben wir. Dann das Passwort. So. Die Frau sagte, das geht schneller mit der Seite. Ja, genau. Normalerweise muss das schneller gehen. Aber jetzt dauert es ja noch länger. Okay. Ich habe einen Vorschlag, damit wir das noch schneller machen können und so spare ich ihr Zeit. Ja. Kann ich das Konto fertig für Sie machen? Ja. Und Sie geben mir eigentlich die Daten von Ihrer Karte? Na klar. Und Sie bestätigen es bei Ihrem Handy, also mit Ihrem Telefonnummer. Mach mal so. Ja. Okay, warten Sie mal dann. Also Sie werden mir die Daten von Ihrer Karte geben. In Ordnung. Moment, bitteschön. Ja. Tja, auf jeden Fall haben wir hier eine Seite, die ist auch wieder neu. Also ich habe beide Seiten noch nicht gesehen. Aber heute habe ich echt einen Hardcore-Tag eingelegt. Ich habe mich immer wieder bei Höhle der Löwen angemeldet. Und die Callcenter haben tatsächlich immer und immer und immer wieder angerufen. Also können Sie mir jetzt die Daten von Ihrer Kreditkarte geben? Ja. Moment mal. Okay, sagen Sie mir. Von der Mastercard, ja? Ja, Mastercard. Ja. Die sechste Nummer. Das ist dann die 53. Mhm. 888. Okay. 51. 51. 90. Okay. Dann die 25. 25. Dann die 40. 40. Noch eine 0. Okay. Und die 84. 84. Okay, das ist 53. 888. 51. Ja. 090. 25. 400. Ja. 84. Die 3-Ziffer-Formnummer hinter der Karte, bitte. 888. 3x8. Und wer ist Ihr Name und Nachname auf der Karte geschrieben? Ja, so wie mein Name ist. Okay, alles groß geschrieben, richtig? Okay, Moment mal. Ja. Moment bitte. Ja. Heute haben mich auch wieder ein paar Callcenter angerufen. Die hat ein paar schöne Beleidigungen drauf. Tja, so ist das. So ein Betrügerleben ist echt schwer. Ich habe gerade mein Mikrofon aus. Die Tante ist schon 20 Minuten nach Feierabend noch da. Das ganze Callcenter ist schon ruhig. Ha? Fischstäbchen? Ja, Fischstäbchen. Ja, aber die tatsächlich, die 20 Minuten schon nach Feierabend. Ich habe die schon wieder 51 Minuten dran. Ja, die sind schon alle weg. Das ganze Callcenter ist schon ruhig. Was? Stimmt, das ist ja traurig, wenn sie jetzt mit ihr Glöckchen klingeln könnte. Naja gut, aber sie kann bei mir nicht klingeln. Wo wohnen Sie? In welcher Straße? In welcher Straße ich wohne? Ja, genau. Ja, das ist die Braunschweiger Straße. Braun? Ja. Schweiger? Schweiger, also mit G. Ah, ja, ja. Ja, und dann Straße. Okay.
Und dann die 77. Gesundheit. Dankeschön. Tja. So eine nette Betrügerin, die tut mir ja schon fast leid. Das ist eine nette Stimme. Sonst haben die ja immer Stimmen wie ein Mülleimer. Ja, vor allem, die warten jetzt zu zweit, ne? Ich habe die andere gerade niesen hören im Hintergrund. Sie überprüft jetzt meine Fake-Daten. Hm. Da wird sie bestimmt gleich traurig sein, das ist schon ewig nach dem Feierabend. Naja. 53 Minuten habe ich schon auf dem Tacho stehen hier. Und auf dem anderen Tacho habe ich 19:22. Na ja, dann ist er 22 Minuten schon nach dem Feierabend da. Mal gucken, wie lange wir das noch rausgezögert kriegen. Ich bin ja mal gespannt, ob die gleich auflegt. Wann ist Ablaufdatum von Ihrer Karte? Welcher Monat? Warten Sie, ich gehe mal gucken. Jetzt bin ich gerade aufgestanden. So. Das Ablaufdatum ist der März 22. Moment. Hm. 2022. Ja. März. Ja. Ziffer-Nummer ist 3x8, richtig? Ja, genau. Okay. Probier es mal. Hm. Okay, schau es mal, und es ist ja auch nicht hier die Einzahlung gemacht eigentlich. Hm? Was? Die Einzahlung ist auch hier nicht gemacht. Warum nicht? Keine Ahnung, muss etwas falsch sein mit der Kreditkarte, deswegen vielleicht sind sie auch nicht erlaubt, diese Einzahlungen zu machen. Keine Ahnung, was. So, vielleicht können wir das nur per Überweisung machen. Von Ihrem Karte, Sie haben kein Online-Banking? Nee. Und seit wann wohnen Sie hier in Deutschland? Schon immer. Schon immer? Mhm. Sie haben bestimmt ein Bankkonto denn hier? Nee. Das ist etwas nicht zum Glauben, da Sie wohnen das ganze Zeit hier in Deutschland, Sie haben kein Bankkonto? Na, Sie wissen doch mit der Steuer und so. Ja, also nur von rechts wegen her, das stimmt natürlich nicht, was ich hier sage. Ich zahle natürlich brav meine Steuern, also im ernsten Sinne des Wortes jetzt mal nebenbei. Ja, also ich unterstütze das natürlich auch nicht, dass jemand seine Steuern nicht zahlt. Wenn man es machen muss, dann muss man es halt machen. Ob man das gut findet, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber naja, nur so ein kleiner rechtlicher Disclaimer hier. Ja, und? Wo bekommen Sie denn Ihr Gehalt? Naja, das lasse ich mir auf das Konto im Ausland immer überweisen. Dann kriegt es das Finanzamt nicht mit, wissen Sie? Nee, weiß ich nicht eigentlich. Ja. Soll ich die Visa-Nummer vielleicht noch geben? Dann probieren wir da. Sie haben mir schon die Daten von der Masterkarte gegeben. Ja, aber wenn die nicht geht, dann nehmen wir die Visa-Karte. Ja, Visa ist nur eine armenische Kreditkarte? Wie bitte? Ja, Visa-Karte ist das armenische Kreditkarte, oder wie? Ja. Moment mal. Hm. Ja, ganz schön kompliziert bei Ihnen. Warum denn? Naja, so viele Seiten und dann geht das alles nicht. Dann normalerweise musste die Einzahlung ja klappen. Hm. Weiß ich nicht. Mit deutschen Kreditkarten funktioniert das, aber vielleicht da Ihre Karte eine armenische Kreditkarte ist, vielleicht hat das nicht geklappt. Haben Sie schon viele deutsche Kreditkarten probiert? Ich habe das nicht probiert, sondern die Kunden haben es gemacht. Selber, selbstständig. Ach so. Dann probieren wir mit dem Visa-Karte, denn vielleicht klappt es. Hm. Okay, geben Sie mir die Daten, bitte. Ja, die Nummer? Ja.
Also, die Kreditkartennummer ist dann die 4. Dann die 919. Okay. Dann die 235. Okay. Dann die 066. Okay. Dann die 192. Und die 653. Okay. CVV-Nummer? 269. Und Ablaufdatum? Ist November 26. Moment mal. Ich probiere es mal, vielleicht klappt's. Tja, die gute Dame hat eigentlich schon eine halbe Stunde Feierabend. In der Tat. Mal gucken, ob die nochmal rangeht oder ob sie einfach auflegt und das Handtuch hinschmeißt. Ja, genau. Sie hat dann das Handtuch hingeschmissen. Hat ihr wohl zu lange gedauert und sie hatte keinen Bock mehr, weiter nach einer Kreditkartennummer zu suchen, denn die nette Dame hatte ja bereits eine Weile Feierabend. Tja, so geht's dann halt. Naja, eine schöne Konfrontation gab's dann hier leider nun nicht mehr. Aber, naja, will man sie auch übel nehmen, sie hat ja schließlich schon eine halbe Stunde höchstwahrscheinlich unbezahlt gearbeitet. Weil Überstunden werden nicht in jedem Land bezahlt. Naja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein wenig gefallen und ein bisschen unterhalten. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Und ihr seht jetzt hier natürlich wie immer noch die Playlist mit allen weiteren Videos. Wir hören uns dann morgen wieder zu einem neuen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.